Mal speichern, bitte. Ich bin hoch erfreut, dich lebend wiederzusehen. Dann gleichfalls. Hast du was zum Kaufen? Ja, ja. Erstmal was zum Verkaufen. Großer Kristall. Kristalline Schere. Ein Defektor. Kristalliner Hammer. Kristalliner Moro. Die Engelstatue und der Teller. Das gehörte Moro? Die Schönheit des Grotesken wäre wohl ein guter Titel dafür. So, Waffen verstärken und Munition brauchen wir auch dringend. Pistole brauchen wir doch am dringendsten. Eine Feuerkraft verbessern. Was? Ah, schon gut, das war's. Magazingröße. Überlass das mir. Nachladegeschwindigkeit wird auch viel wert sein. Diese Hände sind geschickter, als sie vielleicht aussehen. So, Pistole aufgebessert. Da können wir Feuerkraft noch gebrauchen. Moment bitte. Wir haben viel Geld. Nach einer Geschwindigkeit ist auch viel wert hier. Mit Vergnügen. Ich hau einfach rein hier in die Waffenverbesserungen. Die Sniper sollte ich vielleicht noch, wenn ich Möglichkeiten habe. Habe ich nicht. Okay, was können wir kaufen? Ein bisschen Munition. Den Rest können wir eh nicht. Ein bisschen Gewehrmunition würde ich nehmen. Ein bisschen Pistolenmunition. Beachte mich gar nicht. Auf Wiedersehen. Ich mache Geschäfte mit dir, beachte mich gar nicht. Wenn wir mal speichern. Ich habe das Gefühl, hier kommt gleich was ganz Großes. Dann wagen wir es mal. La Contoso. Und den letzten Körper und Arme. Und da haben wir alle vier. Jetzt bin ich gespannt. Kenn ich das Gigant? Heisenberg aufsuchen. Nichts passiert. Keine Mutter Miranda, die mich jetzt überfällt. Aber wir können zu Heisenberg. Zum Monoplatz. Ah, okay, wir waren noch nicht auf dem Zeremonienplatz. Nur am Altar. Was war das? Nichts Gutes auf jeden Fall. Das Symbol kennen wir. Ich kann mal den Kelch drauf platzieren. Für weitere
Mega sammeln. Oh, war ja. So weit, so gut. Schaff jetzt. Okay, Bosskampf-Fahrstuhl. Das wird ziemlich obvious. Über mir hat sich auch schon geschlossen. Ah ja, kein Entkommen. Was erwartet uns unter der Erde? Mach dir keine Sorgen um das Kind. Alles wird gut. Ha! Na los, komm einfach über die Brücke. Ich weiß nicht, ob ich das wissen will. Diese Brücke ist extra für ihn gebaut worden. Wir mussten jetzt. Wir haben jetzt. Die vier Dosos, die vier Flampons gesammelt, um hier hinzukommen. Angst. Ja, ich hab Angst. Ich will mal nur kurz festhalten, wir haben Lady Dimitrescu besiegt, das ganze Schloss durchkreuzt, um den ersten Flakon zu bekommen. Wir haben die Puppe besiegt, das Baby dort, das Schleimbaby, dem sind wir entkommen. Dann haben wir den Moro, den Fischtypen im in seinem eigenen Fluss ertränkt. Und jetzt haben wir den, noch diesen Lycan-Boss, diesen Hammer-Typen, mal besiegt. Und das alles nur, um hierher zu kommen, um diese Brücke zu gehen. Wie viel Munition habe ich dabei? Nicht genügend. Was soll schon schief gehen? Winters, willkommen. Heisenberg. Du hast Donner und Moreau bezwungen, Respekt. Hast in Amerika wohl schon Schlimmeres überlebt, hm? Ich mag dich. Ich will mit dir über Rose sprechen und Miranda. Komm rein. Keine Sorge. Das ist keine Falle. Keine Sorge? Was soll das werden? Garantiert ist das eine Falle. Das ist sowas von einer Falle. Nichts schreit mehr nach Falle als das hier. Hier könnte auch ein großes Schild hängen. Achtung, Falle. Das ist der. So, was von einer Falle. Gut, jetzt sind wir hier. Können wir wieder raus? Ja, wir können wieder raus. Noch. Okay, als wir uns das erste Mal gesehen haben, hat er uns entführt und uns gefesselt und an den Händen zu Mutter Miranda gezerrt. Was ist das? Mia?
Wahrheit tut weh, hm? Gib's zu. Du denkst, wenn du mich beseitigst, kriegst du deine geliebte Rose zurück. Ich werde sie retten. Sieh mal, du verstehst das falsch. Verdammt, ich rede. Letzte Warnung, Penner! Bitte verzeih. Setz dich. Du freust dich schon auf uns. Hör zu, die verarschen dich. Was soll das heißen? Dass das ein Spiel ist? Ich sagte, setz dich! Ein monströses Miststück. Eine Psychopuppe und ein Schwachkopf. Kapierst du nicht? Die testen dich, ob du stark genug bist, Teil von Mirandas Familie zu sein. Ich will kein Teil ihrer Familie sein. Ich auch nicht. Und sieh mich an! Ich bin der Nächste, richtig? Beseitigst mich, nimmst meinen Platz ein. Denk nicht mal dran! Ich interessiere mich einen Scheiß für dich. Ich will einfach meine Tochter. Ich doch auch. Weißt du nicht, wie mächtig dieses Kind ist? Lässt sogar Miranda zittern. Ich schwöre, wenn du nicht sofort aufhörst! irgendwie sympathisch. Du und ich, Ethan. Wir retten deine geliebte Rose und benutzen sie, um Miranda in Stücke zu reißen. Meine Tochter ist keine Waffe. Er hat gefesselt und uns zu Miranda geschleppt. Letzte Chance. Du willst nicht wissen, was da unten ist. Das Risiko gehe ich ein. Verdammt. Dein Grab. Ich will es wirklich nicht wissen. Ethan, du Dummkopf. Oh, Scheiße. Ein Kettensägen Helikopter. Oh, Kacke. Da hauen wir ab. Sackgasse. Scheiß drauf! Was war das für ein Ding? Das ist noch nicht weg. Das ist noch nicht aus der Welt. Durch die Schrottplatte. Dem will ich lieber nicht zu nahe kommen. Was habt ihr hier in der Fresse? Okay, Scharfschützenmunition haben wir. Starke Ethan. Bach. Widerlich. Heilige Scheiße. Ich muss zurück nach oben. Willkommen in der Fabrik. Aus der Fabrik entkommen. Ah. Dach auf.
Wie geht's denn so? Willkommen. Wieso ist denn nur immer und überall? Ich habe neue Waren für dich besorgt. Wie wär's? Willst du ein bisschen Fleisch? Billiger Plunder? Na schön. Ich nehme ein bisschen Munition dafür. Scharfschützenmunition kann nicht schaden. Ein bisschen Pistolenmunition. Das hätten wir hier auch mal kaufen können. Auf Wiedersehen! Plus das Inventar. Und sie einmal speichern. Na, dann wollen wir mal. An Steuern halt, sieht leicht zerstörbar aus. Das war klar. Ich hab's doch Spaten gehört. Stirb. Nicht genug Strom. Müssen wir also runter. Runter gefällt mir gar nicht. Einfach die Tür geschlossen. Schädel. Können wir da was einsetzen? Ich wüsste nicht was. Gießanlage ohne. Mal gucken, Kill ist denn nutzlos. Finden wir hier irgendwo eine Kokille? Was auch immer das sein mag. Eine Aussparung. Ein bisschen Munition. Schrott haben wir zum Glück genug. Für jeden von euch noch einen Schuss. Jetzt muss ich mit der Pistole weitermachen. Sofern ich nicht neue Munition. Ach du Scheiße. Ich will doch nicht gelangt. Nicht genug Strom.
Ich muss da lang. So klar, es war so klar, es war so klar. Wie schnell kann das Ding rennen? Nicht um die Ecke oder was? Danke. Ich werde mal schnell. Und Schlüssel für. Oh, verdammt. Oh, Kacke, woher kam das? Das war die Maschine hier oder was? Au. Das ist ungut. Ja, Munition. Heilung. Ein bisschen Geld. Au. Na toll. Scharfschützenmunition müsste ich jetzt zumindest noch haben. Ich sagte Scharfschützen, Munition. Und 30 gleich. Au. Kann doch nicht mehr weit sein. Natur. Reservegenerator für den Zahnrad. Was kriegt denn dein Zahnrad? Wo kriegen wir jetzt ein Zahnrad her? Waren wir hier nicht schon mal? Munition verschwenden.
Nimm eine Karte. Okay, fragst, wie kommen wir hier raus? In Gießerei gibt's noch was. Mechanischer Soldat, Modellsoldat Version 1.00. Leiche eines ausgewachsenen Mannes benutzt. Habe Herz entfernt und Kadu eingepflanzt. Muskelstimulation mit Elektroschocks erfolgreich. Hirntod, daher kaum kognitive Fähigkeiten. Bewegung nur durch Zerstörungswillen induziert. Danach Stillstand. Mechanischer Soldat, Modellsoldat. Version 1.0.1. Kopfstück an Schädel angebracht. Elektroden melden stabile Gehirnströme. Experiment 1, Kampf gegen Lycans. Wurden nach 3 Minuten demontiert und gefressen. Fähigkeiten hinsichtlich Zerstörung und Tötung mangelhaft. Mechanischer Soldat, Modell, Soldat, Version 1.10. Habe Unterarm mit Bora ersetzt. Bewegungsunfähigkeit aufgrund mangelnden Outputs unzureichend. Mit lebenden Körpern versuchen? Fragezeichen. Mechanischer Soldat, Modell, Soldat, Version 1.15. Kadu-Reaktor in Brust implantiert. Deutlich verbesserte Output. Experiment 2 Kampf gegen Lycans innerhalb einer Minute und 3 Lycans zerstört. Gute Ergebnisse, aber Probleme mit der Durabilität des Reaktors. Könnte bei Zerstörung des Reaktors unmittelbar unvermittelt Funktionen einstellen. Okay, und so sind die Borg aus Star Trek entstanden. Aha, Zahnradschmiede. Wir können uns ein Zahnrad schmieden. Das ist jetzt wo geradeaus. Das Ding ist dabei. Ach du Scheiße! Scheiße. Was bist du denn in dieser Supersoldaten? Solltest du halt mal ausweichen. Ich glaube, wir sollten fliehen. Aber plötzlich. Zurück. Ach du Scheiße, ach du Scheiße. Scheint was zu bringen. Na komm. Wachst aber schön rum. Oh, Kacke. Ich hoffe, da gibt's nicht noch mehr hiervon. Doch gibt's. Ich hoffe, da greifen sie noch mehr an. Jetzt auch noch daneben schießen. Hilfe. Oh fuck. Kristallines Herz. Ich muss da irgendwie durch. Das war doch hier irgendwo. Oder nicht? Irgendwo fehlt hier ein Zahnrad. Ach du Scheiße. Das ist der eigene Schatten. Nein. Nicht das Zahnrad.
Reservegenerator. Jetzt werden sie alle wach. Oh.